Nachdem wir Mexiko verlassen hatten und erfolgreich über die Grenze nach Guatemala gefahren waren, mussten wir zunächst ein paar Dinge in der Stadt erledigen, bevor wir das Overlander-Leben in Guatemala mit seinen positiven sowie negativen Seiten erst so richtig kennenlernen durften. Zu guter Letzt hatten wir ja doch noch einen richtig tollen Stellplatz am See gefunden und konnten unsere erste Woche Guatemala in toller Gesellschaft von anderen Reisenden genießen. Aber genug von dem, was wir bereits alle schon gesehen haben, und weiter mit den Erlebnissen dieser Episode. Heute geht es nämlich in den Dschungel. Und falls ihr jetzt das Video von letzter Woche doch noch nicht gesehen haben solltet, haben wir es hier in der Infokarte und nachher im Abspann oder in der Videobeschreibung nochmal für euch verlinkt. Unseren schönen Stellplatz am See haben wir verlassen und sind von dort aus aufgebrochen Richtung Norden, nach Tikal, einer Ausgrabungsstätte der Maya, fernab von den nächsten modernen Ortschaften, mitten im nördlich gelegenen Urwald von Guatemala. Einer der wenigen mit dem Auto erreichbaren Orte, wo man in Guatemala noch Wildtiere beobachten kann und wo das Ökosystem tropischer Regenwald noch ursprünglich und intakt zu sein scheint. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. So, wir sind an unserem nächsten Stellplatz angekommen. Ich stehe jetzt auf einem Campingplatz in Tikal, weil wir uns morgen die Pyramiden hier angucken, die Ausgrabungsstätte. Und wir sind uns gerade ein bisschen am Vorbereiten, weil man kann sich da wohl den ganzen Tag drin aufhalten. Und wir werden auch morgen schon um 6 Uhr in der Früh losgehen, weil uns wurde gesagt, dann ist es am schönsten, weil dann kaum einer da ist und weil es dann auch noch nicht so heiß ist. Und der Carsten meinte, unsere Wanderschuhe zu holen, genau, von der Dachbox, weil wir den ganzen Tag laufen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie anziehe. Da stehen sie. Kannst du ruhig mal anziehen. Oder ob ich in meinen Turnschuhen gehe. Mal gucken. So. Ne? Ich zeige euch gleich mal ein bisschen den Platz. Hier sind extrem viele Fliegen, deswegen machen wir mal die Tür zu. So, das hier ist übrigens der Campingplatz. Da drüben sind noch so ein paar Hütten, wo man Zelte drunter stellen kann. Und hier ist einfach eine riesengroße Fläche, wo man sich überall hinstellen kann. Wir sind auch wieder irgendwie die Einzigen. Eben als wir gekommen sind, ist hier ein Fahrzeug weggefahren. Es war anscheinend auch ein Camper, aber dem haben wir auch nicht gesprochen. Drüben das gelbe Häuschen sind Toiletten und Duschen. Ich war auch eben schon duschen. Das ist meistens immer eine kalte Dusche, aber hier ist es so warm, da braucht man kein warmes Wasser. Und wir dürfen jetzt hier 2 Nächte campen. Wir mussten 15 Kilometer, bevor wir jetzt hier in den Nationalpark gefahren sind, schon bezahlen. Das sind dann 2 Nächte und halt einen Tag in der Ausgrabungsstätte in Tikal. Und das hat uns jetzt 62 Euro ungefähr gekostet. Ist schon viel Geld, finde ich, für ein bisschen campen und halt dann da ins sich die Ausgrabungsstätte angucken, aber man will ja auch was sehen und deswegen machen wir das. Ja, morgen früh geht's los, 4:15 geht der Wecker, dass wir hier um 6 Uhr losgehen können und wir nehmen euch wie immer mit. Mein Vater hat mir vor Urzeiten mal hier so eine Wildkamera geschenkt, dass ich sie hier auf unserer Reise auch mal ein bisschen verwende und eventuell ein paar Wildtiere einfange, die nachts so unterwegs sind. Mal gucken, ob sich die Nacht hier irgendein Nasenbär an unseren Reifen schleicht oder davor pinkelt. Wie es die Hunde immer tun. Geräuschkulisse ist auf jeden Fall genial. Ich bin schon drauf gespannt, wie das morgen früh ist, wenn die Brüllaffen hier loslegen. Dicke Bananenspinne auf jeden Fall schon mal am Start. Also mit Barfußlaufen ist hier wohl nichts. Auch wenn die sich gerade nicht bewegen will. Direkt bei uns vorm Camper hängen auf jeden Fall schon ein paar Brüllaffen in den Bäumen rum.
Ich bin mal gespannt, wie laut das dann diese Nacht sein wird, wenn die dann irgendwann mal loslegen mit ihrem Gebrüll. Das ist dann wohl der Dschungelwecker, der ein bisschen so früh geht. So früh? Jetzt mal auf die Uhr geguckt, wir haben noch nicht mal 12 Uhr, um 11:45. So, 5 Uhr ging der Wecker, so schlimm war es gar nicht aufzustehen, fand ich jetzt, aber es war noch dunkel um 5. Die Brüllaffen haben auch pünktlich um 5 Geräusche gemacht und ja, jetzt ist es kurz vor 6. Ihr seht, es ist auch schon wieder hell und wir gehen jetzt los. Achso, wir haben übrigens beide doch unsere Wanderschuhe angezogen und unsere Trekkinghosen. Das hier sind übrigens Agoutis. Ziemlich groß geratene Nagetiere, die mit ihren langen Beinen galoppieren können wie ein Pferd. Eigentlich sind sie tagaktiv, da sie aber sehr scheu und schreckhaft sind, bekommt man sie meistens nur in der Morgendämmerung zu sehen. Hier hatten wir also kurz nach unserem Aufbruch nach Tikal echt Glück, eine kleine Gruppe bei uns vom Camper im Gras zu sehen. Mit der Wildkamera habe ich übrigens leider nichts einfangen können. Dafür wurden wir dann aber am nächsten Tag bei unserer Wanderung umso mehr belohnt. Ein Stückchen weiter, kurz vor dem Eingang der Tempelanlage, stand dann dieser komische Vogel hier. Bei genauerem Betrachten sieht dieser urzeitliche Vogel irgendwie einem Dinosaurier sehr ähnlich, was gar nicht mal so abwegig ist, da es heute die noch mit am nächsten lebenden Verwandten der Raptoren sind. Auf Deutsch heißt der verrückte Vogel übrigens Faundguthuhn. Naja, mal wieder ein kurioser deutscher Name. Ich würde ihn eher als schrillen Raptor-Trutern bezeichnen. Das wirkt seinem stolzen Auftreten irgendwie gerechter. Hier am Parkplatz ist er sowas wie ein Maskottchen von Tikal und wird gerne mal von den Touris gefüttert. Zu schade nur, dass wir heute kein Steak für ihn dabei hatten.
kann man teilweise noch richtig gut die alte Originalfarbe, in der ganze Tempel hier angestrichen war, erkennen. Die ganzen Tempel hier waren in Rot gestrichen und einige andere Tempel dann wiederum in anderen Farben. Es gab Tempelanlagen, die waren grün und es gab Tempelanlagen, die waren blau. An der Küste, die zum Beispiel waren meistens blau von den Mayas und die im Dschungel standen, ganz oft in Rot. Und hier finde ich echt krass, wie gut man die Farbe noch erkennen kann. Dabei muss man mal bedenken, dass die Farben, in denen die Tempel bestrichen wurden, alle aus natürlichen Farbstoffen, wie sie zum Beispiel in gewissen Mineralien oder Pflanzen und Pilzen vorkommen, gewonnen wurden. Und heute, nach über 1200 Jahren, an manchen Stellen immer noch erkennbar sind. Die unterschiedlichen Farben der verschiedenen Tempelanlagen waren selbstverständlich nicht bedeutungslos. So haben Forscher herausgefunden, dass die in Rot bemalten Anlagen eher von kriegerischer Natur waren und es hier überwiegend Kasernen, Waffenschmieden und dergleichen gab, während die blauen Tempel an der Küste sich der Fischerei und die grünen im Inland der Landwirtschaft hingaben. Und das bin übrigens ich, der auch mal seine Nase in die Kamera halten wollte. So wie die kleinen Rotstirn-Amazonen hier. Zu seiner Zeit jedenfalls zählte Tikal zu einer der bedeutendsten Maya-Städten überhaupt und seine Einwohnerzahl wird auf 50.000 Einwohner geschätzt und das bei einer bebauten Gesamtfläche von 57.600 Hektar. Forscher schätzen, dass in der gesamten Region um Tikal in der Hochzeit um das 8. Jahrhundert herum bis zu 1 Million Menschen lebten. Wir stehen gerade auf der Akropolis Sur, die ist noch nicht ausgegraben,
Die soll so aussehen und wir stehen hier gerade auf ihr drauf, auf einer von den Stufen. Und hier ist einfach alles noch bewachsen mit Bäumen, Dschungel und total faszinierend, finde ich das. Ja, so sah das wohl alles vorher aus, bevor hier ausgegraben wurde. Hier kann man noch ganz gut erkennen, dass wir halt da drauf stehen. Da sieht man so ein paar Steine und da geht's runter. Wenn dieses Schild jetzt auch nicht hier gewesen wäre, wären wir einfach dran vorbeigelaufen. Das sieht ja eigentlich aus, als würde man hier mitten durch den Dschungel gehen. Aber wir stehen auf einer Pyramide. Ja, und so sieht das dann aus, wenn gerade eine ausgegraben wird. Die ist jetzt zur Hälfte ausgegraben auf der anderen Seite. Und hier ist halt noch komplett bewachsen, wie die Bäume sich da ihren Weg, oder wie die Wurzeln von den Bäumen sich da ihren Weg durch das Gestein gesucht haben, ist einfach Wahnsinn. Ja, das wird dann mit der Zeit halt alles runtergerissen, damit wir Touristen uns die Ausgrabungen anschauen können. Ja, von der Seite kann man gut erkennen, wie das hier schon freigeschafft wurde. Da kann man dann auch gut erkennen, wie die Pyramiden unter der dicken Humusschicht mal aussahen. Insgesamt waren wir fast 10 Stunden in der Anlage. Und sind dabei beinahe jeden Wanderweg, den man dort laufen konnte, auch gelaufen. Dabei sind wir x Stufen auf die Pyramiden hoch und auch wieder runter geklettert. Während die Brüllaffen oben in den Baumgipfeln faulenzten und Blätter oder Früchte mampften. Ein Highlight wäre es noch gewesen, den Sonnenuntergang in der Anlage zu schauen. Leider hätte dies einen Guide gefordert und auch wieder eine ganze Stange extra gekostet. Zurück am Campingplatz angekommen, waren wir heilfroh, endlich aus unseren Schuhen raus zu dürfen und sind völlig erschöpft einfach nur noch ins Bett gefallen. Da war uns dann auch das Gebrüll der Affen um fast Mitternacht kaum noch aufgefallen. Und wenn dich jetzt interessiert, was wir in diesem Video so an Kameraequipment benutzt haben, und du auch an weiteren Inhalten hinter den Kulissen interessiert bist oder du einfach nur gerne all unsere neuen Uploads bereits vor Veröffentlichung und völlig werbefrei anschauen möchtest, dann kannst du jetzt ab einem monatlichen Beitrag von nur 1,99 € eine jederzeit wieder kündbare Kanalmitgliedschaft abschließen und unsere Arbeit auf diese Art und Weise unterstützen. So, wir füllen jetzt noch Wasser auf, genau. Und dann fahren wir wieder weiter. Erstmal zurück nach El Remate, ein bisschen einkaufen und uns, glaube ich, nochmal auf den schönen Campingplatz stellen, am Restaurant da, wo wir auch vorher standen. Ja, und eventuell mal Wäsche waschen, Wäsche war waschen, wieder nötig. Ja. Diese Nacht hat uns kein Brüllaffe geweckt, ja. Dafür haben wir heute Morgen die Klammeraffen bei uns vor dem Fenster in den Bäumen rumhampeln sehen, ja, was ja auch ganz nett war. Und ich finde es generell voll schön, wie viele Tiere wir jetzt einfach hier gesehen haben. Und diesen Nationalpark oder hier diese Ausgrabungsstätte Tikal können wir auf jeden Fall empfehlen. Es ist auf jeden Fall mega lohnenswert. Ja. Wir sind hier halt mitten im Dschungel drin, deswegen auch so viele Tiere. Was wunderschön ist, gestern waren wir volle 9 Stunden in dem Park. Der ist einfach so riesig. Also, wir hätten uns auch noch länger aufhalten können, glaube ich. Ich glaube, wir haben sogar eine von den vielen Pyramiden ausgelassen dann am Ende. Aber es ist unglaublich, wie groß das ist. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und ja. Ja,
Wir beenden dann jetzt das Video und würden dann sagen, stop dreaming. Stop planning. Haut auf den Abonnieren-Button. Und schreibt was in die Kommentare. Genau, das ist auf jeden Fall die einfachste Art, uns zu unterstützen. Vielen lieben Dank dafür und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Oh.